Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu meinem What I Read Next Subvotings Video, das, wenn ihr mal auf den Kalender guckt, etwas verspätet kommt. Das hat aber ganze zwei Gründe. Das letzte Video, das eigentlich vor 2 Tagen online gehen sollte, habe ich irgendwie geschreddert. Ich hatte das Video nämlich schon mal aufgenommen und irgendwie habe ich es aus Versehen gelöscht und ich konnte es nicht mehr herstellen und hatte dann leider, weil ich momentan keine Betreuung für die Kleine habe, auch keine Zeit mehr, es nochmal zu drehen. Deshalb sitze ich jetzt hier, während die Kleine schläft und nehme es euch noch einmal auf. Denn normalerweise machen wir das Video immer Anfang des Monats und jetzt ist schon der 12. und irgendwie ist da noch nichts gekommen. Es tut mir leid, es sollte auch schon vor 3 Tagen ein Video online kommen, dieses hier. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich bin auch nur ein Mensch und der Tag hat auch nur 24 Stunden und ich gelobe im neuen Jahr auf jeden Fall Besserung. Da sind nämlich ganz viele neue Projekte in Planung. Es ist eine Umstrukturierung in Planung. Also ihr werdet es erleben. Machen wir jetzt aber weiter mit dem Video, weswegen ihr auch eingeschaltet habt, nämlich mit dem Voting für das Buch im Monat Dezember. Ich habe dann quasi jetzt Doppelstress, weil ich nur noch 2,5 Wochen Zeit habe, das Buch dann auch zu lesen. Ich sag euch schon mal, das Buch aus dem November habe ich leider auch nicht geschafft. Das heißt, wenn ich das Buch vom Dezember schaffe, dann haben wir trotzdem eine gute Statistik. 2-mal nicht geschafft und 10-mal geschafft. Ich denke, damit kann man ganz zufrieden sein. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt die Bücher vorstellen, die ich im Dezember zur Auswahl stelle oder die ich für das Dezemberbuch zur Auswahl stelle. Wir machen ein New Adult Special. Das sind nämlich 4 New Adult Geschichten. Und ich freue mich tatsächlich auf jede einzelne davon. Deshalb ist es mir auch diesmal ziemlich wurscht, welches Video ihr oder welches Buch ihr wählt, weil ich sie alle lesen möchte. Starten wir vielleicht gerade mit dem ersten Buch, das vor ein paar Tagen erst hier eingezogen ist. Das wäre nämlich dieses hier, Because It's True, 1000 Momente und ein einziges Versprechen von Kira Moon und Kelly Moran. Wer das Ganze ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass der KISS Verlag 2 von diesen Büchern auf den Markt bringen wird. Das hier ist jetzt das erste. Das haben Kira Moon und Kelly Moran zusammengeschrieben. Das zweite haben dann 2 andere Autorinnen zusammengeschrieben und sind quasi 2 Kurzgeschichten. Ich zähle es aber einfach als ganzes Buch, weil es auch nicht so dick ist. Deshalb sage ich es nicht, ich stelle jetzt Geschichte 1 und Geschichte 2 gesondert zur Wahl, sondern die beiden gehören für mich dann einfach zusammen. Ich erzähle euch jetzt auch mal, um was es geht. Erzähl mir 3 Dinge über dich, eine Wahrheit, eine Lüge und etwas, von dem du dir wünschst, dass es wahr oder gelogen wäre. Lügen können eine Beziehung zerstören, doch Wahrheiten ebenso. Nichts beeinflusst unser Leben mehr als Dinge, die wir anderen Menschen über uns erzählen. So ist es wenig verwunderlich, dass der Post einer bekannten Lifestyle-Bloggerin viral geht, als sie die 3-Things-Challenge erfindet. 3 Dinge, eine Wahrheit, eine Lüge und etwas dazwischen. In diesem Buch erzählen die beiden Spiegel-Bestseller-Autorin Kira Moon und Kelly Moran 2 Geschichten über Menschen, die sich dieser Challenge gestellt haben. Es war nämlich so, dass quasi die Vorgabe für diese Kurzgeschichten gelautet hat, eine Lüge, eine Wahrheit und etwas, von dem du dir wünschst, dass es wahr oder gelogen wäre. Und darauf basieren alle 4 Geschichten im Endeffekt. Also diese 2 und die 2, die noch veröffentlicht werden. Also das wäre dann quasi für mich jetzt Buch Nummer 1, Because It's True, Band 1. Das zweite Buch, das ich auf die Liste gesetzt habe, ist We Fell in Love in October von Inka Lindberg, das ich gefühlt schon seit dem Release lesen möchte und irgendwie kommt immer irgendwas anderes dazwischen und ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft, es zu lesen. Jetzt wäre dies der Moment, um es vielleicht in Angriff zu nehmen, wenn ihr denn sagt, ja, bitte lies dieses Buch. Ich habe sie ja auf der Buchmesse getroffen und habe dann danach auch gesagt, ach, ich muss jetzt endlich ihr Buch lesen. Es interessiert mich echt brennend, was sie geschrieben hat. Habe es dann aber tatsächlich doch nicht gemacht, wie ihr seht. Sonst wäre das Buch jetzt nicht auf der Liste. Aber ich erzähle euch gerne, um was es geht. Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Es muss doch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt, inklusive übergriffigem Chef.
In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla. Zwischen Couchsurfing-Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen. Buch Nummer 2. Das dritte Buch wäre Sweet Like You von Robin Neely. Wenn ihr meine Videos genauer verfolgt, dann wisst ihr, dass ich sowohl das von Inka als auch dieses hier schon mal in einem What I Read Next Video hochgehalten habe. Das heißt, wir haben hier jetzt quasi zwei Neuzugänge. Das vierte Buch ist nämlich auch ein Neuzugang. Zwei Neuzugänge und zwei Bücher, die ich euch schon mal gezeigt habe. Und sogar auch zwei Bücher aus dem Hause Kiss. Also wir haben hier eine bunte Mischung, aber auch sehr viele Zusammenhänge oder Zufälle, glückliche Zufälle. Das Buch liegt ungefähr seit einem halben Jahr oder so auf meinem Sub. Und jedes Mal, wenn ich es in die Kamera halte, sage ich, ich muss es unbedingt lesen, weil es sich einfach so lustig anhört. Und ich mag ja lustige Geschichten. Egal, wie viel Tragik dahinter steckt, mag ich es, wenn auch sehr viel Humor drin ist. Und da befürchte ich, dass das so sein wird. Oder was heißt befürchten? Befürchten im positiven Sinne. Ich lese euch den Klappentext vor, dann wisst ihr, was ich meine. Honey Springs ist eine kleine Stadt in Kalifornien, die für den dort hergestellten Honig bekannt ist. Für Cassie Wilkerson ist es der Ort, an dem sie sich das erste Mal verliebte. Doch das ist lange her. Inzwischen lebt sie in New York, kehrt nur für die Testamentseröffnung ihrer Tante zurück. Doch anstatt wie erwartet irgendeine Kleinigkeit zu erben, ist sie plötzlich Besitzerin einer Farm samt Inkerei und soll zudem auch noch für 3 Wochen das Amt ihrer verstorbenen Tante als Bürgermeisterin übernehmen. Bitte was? Cassie kann nicht bleiben. Sie hat einen Job in New York und sie hat Angst vor Bienen. Verdammt nochmal. Aber um ihrer Tante willen lässt sie sich auf diese 3 Wochen ein. Schließlich hat sie Hilfe. Zum Beispiel von Nick Porter, damals ihr erster Freund und heute der Chefimker ihrer Farm. Last but not least kommen wir zu Buch Nummer 4, Like Ice We Break von Isla Date. Ist der dritte Band der Reihe. Der erste war, glaube ich, Like Snow We Fall und der zweite Like Fire We Burn. Und wenn ihr meine Neuzugänge gesehen habt, dann wisst ihr, dass das Buch halt gerade erst eingezogen ist und dass ich Band 1 und 2 jetzt so semi-toll fand. Aber ich möchte der Reihe einfach nochmal eine Chance geben und deshalb durfte Like Ice We Break auch hier einziehen. Und ich möchte schauen, ob mir die Reihe einfach vielleicht doch irgendwie noch weiter ans Herz wächst, weil ich das Setting mag, weil ich das Ganze drumherum mag. Ich bin nur lediglich mit den Protagonisten bisher noch nicht so warm geworden. Aber hier geht es um Gwen und Gwen ist so eine kleine Kratzbürste. Und da bin ich gespannt, wie sich das mit ihr entwickeln wird, weil aktuell ist sie auch auf meiner Kann-ich-nicht-leiden-Liste. Aber ich habe die Hoffnung, dass dieses Kratzbürstendasein nur Fassade ist. Aber hört einfach mal selbst. Als die renommierte Eislaufschule Icegate der jungen Einzelläuferin Gwen kündigt, fühlt es sich an, als würde das Eis unter ihr brechen. Alles, wofür sie gelebt und hart trainiert hat, ist plötzlich umsonst. Der einzige Ausweg, sie läuft künftig zusammen mit einem Partner. Als wäre das nicht schlimm genug, handelt es sich ausgerechnet um den Neuen in Aspen, Oscar, dem sie nach einem katastrophalen Abend nie wieder unter die Augen treten wollte. Seine Ablehnung ist überdeutlich und doch löst sein Blick ein unerwünschtes Prickeln in ihren Adern aus. Auch wenn sich alles in ihr sträubt, ergreift Gwen diese letzte Chance auf ihren großen Traum. Um gemeinsam über das Eis zu fliegen, braucht es Leidenschaft und grenzenloses Vertrauen. Doch Gwen spürt nicht nur, dass Oscar düstere Geheimnisse vor ihr hat, viel schlimmer ist, dass sie sich selbst nicht mehr trauen kann. Buch Nummer 4. Und wie immer gibt es jetzt nochmal alle Bücher im Schnelldurchlauf. Buch Nummer 1 wäre Because It's True von Kira Moon und Kelly Moran. Buch Nummer 2, We Fell in Love in October von Inka Lindberg. Buch Nummer 3, Sweet Like You von Robin Neely. Und Buch Nummer 4, Like Ice We Break von Isla Date. Jetzt liegt's an euch, mein Schicksal liegt mal wieder in eurer Hand. Ihr dürft unter dem Video eure Stimme abgeben, lasst einen Kommentar da, welches Buch ich eurer Meinung nach lesen soll. Geht auch gerne auf Instagram, da werde ich auch eine Abstimmung starten, sobald das Video online ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!